Dickler? Ah, buongiorno! Buongiorno, Signor Vitelli! Ja? Also, das klappt mit dem Zimmer. Sehr gut, sehr gut. Aber das Große, ja? Und mit Meerblick. Ja, genau. Ja, Meerblick. Ja, ich verstehe. Nein, nein. Mein Italienisch ist leider sehr schlecht. Aber ich verstehe, ja? Ja, sehr gut. Gut, wir sind am Freitag am Abend da. Danke. Mille grazie. Ciao, ciao. Tutto è posto. Der Blick aus dem Zimmer geht vom Bett direkt hinaus aufs offene, weite, blaue Meer. Ja, ja, das wäre schön. Aber wie stellst du das vor, gerade jetzt, wo wir die meiste Arbeit haben? Du wirst dich ja wohl mal ein paar Tage von deinen Reden trennen können, oder? Thomas, bitte schau, was da alles auf uns wartet. Schau, der Paul hat alles im Griff. Der Blasius und der Gottfried sind auch noch im Einsatz. Da werden wir uns ja wohl ein paar schöne Tage gönnen dürfen, oder? Es könnte aber dann sein, dass ich in diesen paar ruhigen Tagen auch mit dir über unsere Beziehung reden möchte. Ich bin voll dabei. Du weißt mir nicht wieder aus? Ich verspreche dir, ich werde wirklich alles, meine ich, mit dir besprechen. Was du willst, so lang du willst und so laut du willst. Vielleicht kratzen wir uns ja schon am ersten Tag die Augen aus. Ja, oder du setzt mich auf einer Tankstelle aus und rennst mit einem Pizzabäcker durch. Ja, genau. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, ja. Ich hoffe, es entspricht Ihren Erwartungen. Ich habe mich exakt an Ihre Anweisungen gehalten. Ja, das ist schön. Genauso wollte ich ihn haben. Wunderbar, danke. Es ist immer angenehm, wenn eine Kundschaft so genau weiß, was sie will. Darf ich? Bitte. Da ist Ihnen was ganz Besonderes gelungen. Ich bin überzeugt, Ihre Lebensgefährtin wird damit eine große Freude haben. Ihnen wünsche ich vor allem, dass sie Ja sagt. Wenn sie Ja sagt, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Beiden. Braucht man nämlich auch manchmal. Danke vielmals, Wiederschauen. Eines ist mir gleich nach unserer ersten Besprechung relativ schnell klar geworden. Den werden wir in jedem Fall entfernen müssen. Das geht nicht. Keine Sorge, Herr Stickler, wir verpflanzen ihn. Das geht nicht. Das ist ein wunderschöner alter Mandelbaum. Den kann man nicht einfach entwurzeln. Er steht direkt auf dem Baugrund. Und unser Konzept? Unser Konzept sieht vor, dass sich das Gebäude der Landschaft anpasst und nicht umgekehrt. Und was halten Sie davon, wenn wir den Baum ins Haus integrieren? Wunderbar. Thomas? Ja? Sollen wir eigentlich auch Adapter mitnehmen? Hab ich. Signor Vitelli? Ja, Stickler hier.
Ich wollte nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja? Und der Tisch für zwei Personen mit Abendessen am Meer? Ja, und das Feuerwerk um 22 Uhr. Ja, Punkt 22 Uhr. Ja, perfetto. Perfetto. Heimliche Telefonate? Was? Ich, nein. Ich hab nur, du, die Adapter sind hier. Okay. Ich pack's gleich an. Danke. Nein. Ich ärgere mich nicht. Nein, ich ärgere mich nicht. Überhaupt nicht. Okay. Nein. Was ist das jetzt? Halt's jetzt zusammen oder was? Aber jetzt so die So, habt's jetzt alles. Geldpässe, Zahnbürstel. Jupp, alles da. Ich hab noch einen Jausenkopf für euch. Oh, so viel? Super, danke. Gute Fahrt und viel Spaß. Und ihr regelt das miteinander, ja? Ist versprochen. Ja. Tschüss. Ciao für dich. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Ciao. Was ist denn das? Kleiner Glücksbringer. Aha. Essen? Gib mir ein Pfefferoni. Da. Danke. Ein Stückchen Brot? Ja, bitte. Es ist kein Wunder, dass Sie so scharf sind. Die sind aus dem Garten von Blasius. Ich freue mich schon so, wenn wir heute am Abend in einer kleinen romantischen Trattoria sitzen. Werden wir schon was finden, oder? Mhm. Der Schärflot, das erste Interview machen wir da vorne am Schanktisch, ja? Fangen die urige Atmosphäre ein. Gut, dann richten wir uns da drüben auf den Tisch ein. Okay. Guten Tag. Danke, Scott. Sie bringen wieder was über unser Gasthaus? Ja, diesmal sogar im Hauptabendprogramm. Es gibt eine neue Serie, die ist klein, aber fein. Es sind Reportagen über verschiedene Gastronomiebetriebe und die Mitarbeiter. Was ist? Sie haben ein tolles Gesicht. Na, geh. Okay. Ja. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn man Sie hier an einem der Tische platzieren, so als zufällig anwesenden Gast? Was meinst du, Flo? Bisschen Lokalkolorit? Vordergrund macht Bild gesund. Ich weiß wirklich nicht. Bitte, Herr. Schnell, Gottfried, schnell. Aber ich glaub nicht, dass... Bitte, Sie würden mir wirklich, wirklich eine große Freude machen. Na ja. So, die Küche ist tiptop. Die kann ins Fernsehen. Bist du nervös? Nervös? Ich? Überhaupt nicht. Ist doch keine große Sache. Wir sind doch ein eingespieltes Team, Frau Klang. Ja, solange die mit beim Kochen filmen, ist ja alles okay. Aber wenn die mir dann Fragen stellen... Stell dir einfach vor, wie du eine neue Idee für ein Gericht beschreibst. Da stelle ich mir lieber was anderes vor. Spinnst du? Wir haben das Fernsehen im Haus. Entschuldigung. Wie sehe ich aus? Hinreißend. Super. Und ich? Okay. Nur okay. Sehr okay. Na, wo sind denn unsere beiden Stars? Die wollen anfangen. Danke, Gottfried. Wir kommen sofort. Ja, ich sag dann schon Bescheid. Was ist Ihnen wichtig? Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und ihre Mahlzeit genießen. Denn nur dann kommen sie auch wieder. Ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Kein Geheimnis. Gute Küche, freundliche Bedienung und normale Preise.
Ja, im Gastgewerbe ist perfekte Zusammenarbeit sehr wichtig. Und man muss ein gemeinsames Ziel haben. Also in dieselbe Richtung arbeiten. Sie wirken wie ein sehr dynamisches Team. Darf man fragen, ob Sie auch privat liiert sind? Nein, rein professionell. Und, Carol, wo bist du denn überhaupt? Ja, komm! Ich glaube, du wirst einmal ein guter Vater. Ich fühle mich schon wie einer. Nein, ich meine, wenn du eigene Kinder hast. Der Karoy ist schon wie ein Sohn für mich. Hallo, hallo. Wie geht's mit dir und seiner Mutter? Mit der Edina. Ja, gut, warum fragst? Ja. Oh, nix. Geht mir ja nix an. Nein, ist schon okay. Ist alles in Ordnung. Sie hat da viel zu tun im Gasthaus, arbeitet oft bis spät abends. Und Sie und der Fabian sind richtig engagiert. Nee, der Fabian, mein bester Freund. Und los! Aber du und sie... Tja, wir haben wenig Zeit miteinander, aber was Besseres als die Edina hätte mir nicht passieren können. Und los! Ich glaube schon, dass wir auch mal gemeinsame Kinder haben werden. Paul. Der Caro ist doch ein toller großer Bruder. Bist du sicher, dass die Edina... Hast du schon mit ihr darüber geredet? Nein, aber da bin ich mir ganz sicher. Naja, ich weiß ja nicht, wie das heute so ist mit einer jungen Familie. Ich habe nur gedacht, vielleicht will sie gar keine Kinder mehr. Wäre sie dann mit mir zusammen, hä? Ah, also da rechts geht's jetzt zur Autobahn. Ja, links nach St. Daniele. Bisschen Bauernschinken, kleines Kaffeetchen. Okay, komm mal hin. Gut. Die Rettung und die Polizei? Ja. Komm, ich hey, 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 hey. Mu, was soll denn das? Hey, Junge. Hey, komm schon. Vorsichtig. Walker this way. Was? Nein, Walker. Ruhig, Kamina. Hey, verrückt geworden. Geben Sie die Waffe weg hier. Hey. Walker this way. Andiamo, dai. So, andiamo, Kamina. Hey, shut up. Vai, su. Ganz ruhig. Mann, das gibt's doch nicht. Hör auf mit dem. Su, Kamina, dai. Oh, ja, ist ja gut. Schrei mir nicht an. Silenzio. Fine la catena. Andiamo, dai. Catena. Hey, hör auf. Hey, ja, ja. Basta. Ja, ist gut, ist gut, calmo. Ist gut, ist gut. Non mi succede niente, va tutto bene. Piglia questo. Idioten, das kann doch andiamo, nicht oh, passen, oder? Zitto, ma sempre ja, che avare vuoi Sturmtruppen, bla bla. Ja, ja, ja. Oh, oh, calmo, okay. Calmo. Piglia, du, piglia, 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 piglia. Ja, ja, ja. Calmo. Prendi chiave. Tu, ich sag dir eins. Pullover, cos'è? Den Pullover nimmst du nicht. Nein, ma stai. Den Pullover lass du da. Piglia il Pullover. Entschuldige nochmal. Cos'è? Ah, una camera? Meno male. Oh, fermo. You stay, we go. Ja. Grazie. Idioten. Ciao, bella. Ciao. Dai, dai, andiamo su. Che idioten! Hey, lass das Auto stehen! Lass das Auto stehen! Hey, entschuldige, wir werden überfallen. Da darf man wohl noch was sagen. Ja, aber sie haben uns nicht erschossen. Weit ist bis zur nächsten Ortschaft? Ich weiß das nicht. Bist du sicher, wir gehen in die richtige Richtung? Wir sehen, nach der nächsten Kurve sehen wir mehr. Ja, das hast du aber vor 5 Kurven schon gesagt. Oh, bitte sei jetzt nicht pessimistisch. Wie lange gehen wir jetzt schon? Eine Stunde. Da bin ich nicht pessimistisch, sondern realistisch, oder? Warte mal, warte mal. Hörst du das?
Da kommt ein Auto. Aha. Hey! Aber den holen wir uns. Kann man verhungern und es bleibt keiner stehen. Wir könnten ja Straßenräuber sein. Mensch. Ja, sowas soll es hier geben. Pass auf, wir sind aus dieser Richtung gekommen. Wir werden da weitergefahren. Dann gehen wir da lang, komm. Komm. Geht's? Ja. Na, da, was sag ich? Zivilisation und Eingeborene. Oh, ich hab schon immer mehr geglaubt. Also, wenn wir jetzt die Straße entlang gehen, dann sind wir ewig unterwegs. In 2 Stunden wird's finster. Also werden wir schauen, dass wir uns da irgendwo durch den Wald runterschlängeln. Ne? Da gibt's sicher Abkürzung, oder? Also komm. So. Da waren wir vorhin auch schon. Pass auf. Dann gehen wir jetzt da lang. Ja, ob das eine Abkürzung ist? Ja, sicher, schau. Das ist sogar ein Schild. Das ist sicher ein Bauernhof. Da bekommen wir was zum Essen. Und dann rufen wir die Karabiniere an. Na, wenn wir es nur nicht verirren. Na, schau, da ist ein Schild, da ist ein Weg. Da kann man sich nicht verlaufen. Vertrau mir. Also am besten wäre, wir kehren jetzt um und versuchen, diese Straße wieder zu finden. Warum? Wir brauchen doch nur in dieser Richtung weitergehen, dann kommen wir direkt zum Bauernhof. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Warst du schon einmal hier? Nein. Also ich verstehe das nicht. Was ist das mit euch Männern? Ihr glaubt alle, ihr habt irgendwo so ein inneres, unsichtbares GPS eingebaut. Also entschuldige, dass ich versuche, uns aus diesem Schlamassel rauszuholen. Ich habe das Gefühl, dass es von Schritt zu Schritt schlimmer wird. Warum gibst du nicht zu, dass du dich geirrt hast? Weil ich sicher bin, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Und jetzt sei bitte nicht so negativ. Negativ? Ich bin negativ? Wer versucht denn die ganze Zeit, gute Stimmung zu machen? Also das muss ich mir von dir wirklich nicht... Ah! Claudia! Claudia! Oh. Wahnsinn, Wahnsinn! Auf einmal war der Boden weg. Ist alles in Ordnung? Ja. Langsam, langsam, langsam. Hast du dir was gebrochen? Alles in Ordnung, aber Schulter tut ein bisschen weh. Mann, ist wirklich alles in Ordnung? Alles okay. Ich lebe. Für einen Moment habe ich wirklich geglaubt, du bist... Ja. Ah. Oh, entschuldige, entschuldige, entschuldige. So leicht wirst du mich nicht los, mein Lieber. So. Jetzt können die wilden Abenteuer aber langsam aufhören, was? Ja, genau, weil so ist es nicht im Prospekt gestanden. Die führen uns auch noch auf diesen saublöden Waldweg hier. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir da wieder rauskommen. Geht's wieder? Alles okay. Aber jetzt sag ich, wo es lang geht. Na gut. Und wohin? Da lang. Bist du sicher? Vertrau mir. Sich an, als würde ein Gewitter kommen. Ja. Müssen wir einen Unterstand suchen. Ja. Na komm. Wir werden schon was finden. Oh, ist nur leider abgesperrt. Nicht mehr lang. Komm.
Es geht los, los. Hallo und herzlich willkommen bei Klein, aber Fein. Wir sind heute zu Besuch im Gasthaus Stickler, wo uns Edina Legedy und der Küchenchef Fabian Wolup begrüßen. Die beiden schaffen eine gelungene Kombination aus ländlichem Ambiente und dem Flair eines urbanen Haubenrestaurants. Wir wollen unseren Gästen etwas bieten, was nicht unbedingt alltäglich ist. Okay. Dafür haben Edina und ich den Begriff Klassik mit Pfiff erfunden. Toll. Bitte schön. Zweimal Beirät auf Rucola. Am Wochenende kann es manchmal hektisch werden. Aber mir ist lieber, wir haben zu tun, als andersrum. Und wenn es dann so richtig hektisch ist, kracht es dann manchmal zwischen Ihnen? Nein, nie. Immer. Super. Oh je, oh je. Was ist denn da im Hintergrund? Das ist der Gottfried da hinten. Na, wie schmeckt sie denn? Ausgezeichnet. Sehr gut. Sehr gut. Was ist Ihnen wichtig? Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und ihre Mahlzeit genießen. Denn nur dann kommen sie auch wieder. Ist das das Geheimnis Ihres Erfolges? Kein Geheimnis. Gute Küche, schöner Beitrag. Und normale Preise. Das bringt bestimmt Kundschaft. Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Und man muss ein gemeinsames Ziel haben, also in dieselbe Richtung. Was hast du denn? Nix. Wir sind ein sehr dynamisches Team. Darf man fragen, kenn dich doch, du bist schon den ganzen Abend so komisch. Rein professionell. Hast du nicht bemerkt, wie die beiden miteinander umgehen? Die Edina und der Fabian? Es macht ihnen Spaß, im Fernsehen zu sein und Erfolg zu haben. Nur, wie weit geht der Spaß? Die sind jung. Warum sollen die keine Freude an der Arbeit haben? Du meinst doch nicht, dass die Edina und der Fabian was miteinander haben? Ich glaube, ich habe die beiden in der Küche überrascht. Wobei? Ach Gott, ich weiß auch nicht. Aber da war was in der Luft. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass zwischen den beiden mehr läuft. Vielleicht irre ich mich auch. Und wenn stimmt, das wäre für den Paul eine Katastrophe. Und für den Karol. Der Paul ist doch wie ein Vater. Darum will ich auch gar nicht daran denken. Wir prophezeien dem kleinen Gasthaus und seinen gewitzten Betreibern eine große Zukunft. Bis zum nächsten Mal bei Klein, aber Fein. Super. Wie findest du die Mutti? Wie findest du die Mama? Eine Sensation, hä? Oscar-reife Leistung. Du musst nicht so übertreiben. Ich liebe dich. Ich wirke immer leicht verkrampft. Aber du, du kommst eh nicht gut rüber. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Wir haben es beide ganz gut hingekriegt. Ja, aber die Hauptrolle, die spielst schon du. Vorsicht, Edina will sich einschleimen. Nein, sie macht es wirklich gut. Die musst aufpassen, dass sie dir nicht zu nahe kommt. Sehr witzig. Es war doch nur ein Scherz. Ich hab's aber trotzdem nicht lustig gefunden. Jetzt sei nicht gleich so sauer, Edina. Ist doch alles in Ordnung. Edina, komm. Wo wären wir jetzt, wenn wir das Auto noch hätten? In der Nähe von Venedig. Vor uns die Nudeln, über uns der Mond. Ach, hör auf, ich mag gar nicht dran denken. Verdammter Mist. Weißt du, was in dem Auto alles drin war? Da war auch die... Das ist doch zum Wirklichen. Sagen Sie mal, sind Sie nicht die Chefin vom Gasthaus Stickler? Ich hab geglaubt, du schläfst schon. Ich hab's im Fernsehen gesehen und ich muss Ihnen sagen, ich bin ein großer Fan. Nicht. Was ist denn? Ich bin müde, es war ein langer Tag. Magst mich nicht mehr? Paul. Warum bist du denn so grantig? Bin ich nicht. Doch, schon den ganzen Abend, schon vor der Sendung. Und nicht nur zu mir, sondern auch zum Fabian. Ich sage, es war ein langer Tag. Das war doch super heute. Das hat richtig gut ausgeschaut. Danke. Ist wirklich alles in Ordnung.
Ja. Nichts. Alles okay. Gute Nacht, Schatz. Ja, dann gute Nacht. Ma cosa stai facendo qua? Sei pazzo cosa? Sì, sì, in einem Italo-Western. Wir verstehen kein Italienisch. Zitto, zitto, zitto! Mal in alto, Hände hoch, aufstehen! Nein, das machen wir jetzt sicher nicht. Zuerst sagen Sie mal, wer Sie sind. Geht dich nix an! Merda! Ich bin der Förster. Capisci? Dann geben Sie Ihre blöde Waffe weg, Sie, Förster! Es gab viele Oberfälle in der Gegend. Da sagen Sie uns nichts Neues. Und ich glaube, ihr habt damit das zu tun. Ja. Spinnen Sie oder was? Wir sind überfallen worden. Und warum habt ihr die Schlösser aufgebrochen, ne? Wir haben das Schloss aufgebrochen, weil gestern ein Gewitter war und weil wir einen Unterstand gesucht haben. Es ist wirklich die Wahrheit. Wir sind überfallen und ausgeraubt worden. Unser Auto, das ganze Geld, die Kreditkarten, Ausweise, es ist, alles ist weg. Tut mir leid. Ich dachte, Sie... Entschuldigen Sie, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Claudia Plattner. Und dieser Herr, da ist mein Freund Thomas Stickler. Piacere, Menotti. Können Sie uns jetzt irgendwie sagen, wo das nächste Dorf ist? Ja, sicher. Aber ich kann es hier auch mit die Auto bringen. Siamo. Danke für alles. Prego. Grazie mille. Ciao. Buona fortuna, eh? Danke. Carabinieri sono là, eh? Sì. Allora, buona fortuna, ciao, eh? Den hast du aber ganz schön eingekocht. Hör ich deine leichte Eifersucht heraus? Nein, sicher nicht. Wieso? Ich war doch nur freundlich zu ihm. Mit Honig fängt man Bienen. Oh, schau dir das an. Gott, hab ich einen Hunger. Und einen Durst. Du, vielleicht können die uns auch das Geld für den Zug nach Hause geben. Na, sicher nicht nach Hause. Jetzt machen wir mal unsere Anzeige. Lassen wir uns Geld schicken, schnappen uns einen Mietwagen und fahren in die Ferien. Und jetzt hast recht und doppelt so lang. Documenti, quindi sono persone sospette, manette. Bitte, das ist doch... Sind Sie wahnsinnig? Ist doch völlig absurd. Wir sind Opfer, wir sind überfallen worden, verstehen Sie? Reg dich nicht auf. Ich will mich aber jetzt aufregen. Wir sind ausgeraubt worden und die sind dafür da, dass wir unser Eigentum wiederbekommen. Es tut mir leid. Aber Sie beide können sich nicht ausweisen. Und außerdem sehen Sie mir wie jemand auf unsere Fahndungscomputer aus, Signore Stickler? Nein, Stickler. Thomas Stickler aus Rust, Österreich. Verstehen Sie? Und jetzt rufen Sie die Nummer an, die ich Ihnen gegeben habe. Für mich sind Sie aber Horst Janssen und Sie ist Inge Kuletis. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber das sind wir nicht. Und von der Unionsbank in Karlsruhe haben Sie auch noch nie was gehört, hä? Was? So, jetzt rufen Sie die österreichische Botschaft an. Bitte, jetzt, komm, subito. Wir werden Ihre Angaben überprüfen und den Fall weiterleiten. Das wird immer absurder. Grazie, arrivederci.
Was ist jetzt mit Honig und Bienen? Ja, irgendwann hat auch meine Geduld Grenzen. Giratevi, per favore. Was sagt er? Giratevi, per favore. Ich verstehe nichts, das ist immer... Buone gli olive. Buone, fate la mamma. No, la nonna l'ha spedita. Brava la nonna. Brava la nonna. Complimenti. Complimenti la nonna, Comandante, i signori sono in stato di ferma. Bravo, grazie. Come sempre, come tutte le nonne. Entschuldigung, können wir jetzt wenigstens telefonieren? Domani. Morgen? Ja, wir bleiben doch nicht bis morgen in dieser Gruft. Wir haben Rechte. Und wir haben Hunger. Und wir müssen alles überprüfen, Signore Stickele. Hai capito? Derubano una banca. E poi vogliono anche mangiare. Warum hast du eigentlich den Karo heute schon so früh zur Oma gebracht? Ich wollte mit dir allein sein. Gute Idee. Frühstück zu zweit haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Magst du noch Kaffee? Ja, gern. Wir können ja nachher noch mal nach oben gehen. Hm? Wäre schön, wenn ich dich mal erwische, wenn du nicht zu müde bist. Vorsicht, Kaffee. Wir sollten reden, Paul. Sag mir einfach, was ich falsch gemacht habe und dann mache ich es wieder gut. Du hast nichts falsch gemacht. Ich weiß nicht. Der Fabian und ich, alle sagen, dass wir so ein gutes Team sind. Ja, aber das seid ihr auch. Ihr arbeitet sehr gut zusammen. Aber es ist eben nicht nur bei der Arbeit geblieben. Wir sehen uns sehr viel. Und da sind wir uns einfach sehr nahe gekommen. Was heißt sehr nahe gekommen? Ja, so ein Idiot. Wie lange geht denn das schon? Ich weiß nicht, ein paar Wochen halt. Ein paar Wochen? Paul! Bitte geh nicht einfach so weg. Die vielen Gäste, die immer bis weit nach der Sperrstunde geblieben sind. Die viele, viele Arbeit im Gasthaus. Bis spät in die Nacht. Wie oft habe ich den Karo ins Bett gebracht, weil seine Mutter so viel zu tun hat. Ich bin so ein Depp, ich bin der größte Idiot. So war es wirklich nicht. Aha, wie war's denn? Ich wollte es dir schon länger sagen. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich habe doch nicht gewusst, ob das wirklich was Ernstes wird. Weißt du es denn jetzt? Du, weißt was? Wenn du das weißt, meld dich einfach. Endlich telefonieren! Das gibt's doch nicht. Es tut mir wirklich leid, Claudia. Aber Guy, das braucht dir doch nicht leid tun. Das ist doch nicht deine Schuld. Ich habe mir das so anders vorgestellt. Das war ja alles geplant. Sieh's doch mal so. An diesen Urlaub werden wir uns ein Leben lang erinnern. Danke. Verspotten kann ich mich selbst. Jetzt hätten wir ein wunderschönes, warmes, weiches Bett. Und herrlich lange Spaziergänge am Strand. Weißt du, was meine Erkenntnis des heutigen Tages ist? Dass ich auch in dieser Situation mit dir sehr glücklich bin. Glücklich? Jetzt und hier? Wir wollten ja sehen, ob wir auch ganz alleine und ohne Betrieb und ohne gewohntes Umfeld
miteinander auskommen. Ja, schon, aber das habe ich mir anders vorgestellt. Ach, bis jetzt war die Reise doch das reinste Abenteuer. Ich meine, Räuber, Jäger, Abstürze. Und traute Zweisamkeit in einem italienischen Knast. Was kann man sich mehr wünschen? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Buongiorno. Buongiorno. Ich bringe gute Nachricht. Per la Signorina Plattner. Mhm. Signore Stichele. Man hat mir zugefaxt aus Wien die Fotokopie von ihrem Pass. E quindi. Heißt das, wir können endlich nach Hause? Si. Comandante, ecco pronti i biglietti del treno per Vienna per i signori. Molto bravo. Ihr Zugfahrtticket nach Wien. Prego, non è che hai un po' di spicciolini da darmi? Bisschen Taschengeld. Credo di sì. Bravo. Guardi quanto? Sì, 10, 20. Prego. Damit wir uns nicht verhungern. Comandante! Questi sono i dati che abbiamo trovato della macchina. Ah, bravo, bravo. Grazie. Ist das Ihr Auto? Ja. Wir haben Ihren Wagen gefunden. Super, der Wagen ist kaputt, das sieht man schon von Weitem. Wegen dieser völlig sinnlosen Aktion versäumen wir jetzt auch noch unseren Zug. Na ja, komm, nehmen wir den nächsten. Ich schau mal, was übrig geblieben ist. Dante. Ciao. Prego. Dante. Ma guarda che bastardi, figli di puttana. Io non capisco, rubano tutto. Wo kriege ich jetzt 4 Reifen her? È sinnlos. Motor, Getriebe, alles weg. Ai. Sie könnten mir einen Gefallen tun. Naturalmente. Ich stehe zur Verfügung. So müssen wir uns noch einmal verhören. Wir haben doch schon alles gesagt. Vielleicht haben Sie neue Erkenntnisse. Na bravo, jetzt macht ihr auch noch Mittagspause. Das kann Stunden dauern. Silenzio, per favore. Il signore Stichler von Austria möchte noch was Wichtiges sagen. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen nervös. Und dabei ist mir etwas abhanden gekommen, was mir sehr am Herzen liegt. Das ich jetzt tatsächlich wiedergefunden habe. Und bevor ich das jetzt wieder verliere, muss ich dich etwas fragen, Claudia. Wir wollten auf dieser Reise ja über unsere Zukunft reden. Mhm. Und das holen wir jetzt nach. Die Gauner, die uns das Auto geklaut haben, die haben Gott sei Dank was übersehen. Und zwar das hier. Und das ist für dich. Wunderschön. Und du schuf das die ganze Zeit über geplant? Ja, aber mit einer Luxussuite, einem herrlichen Abendessen am Strand und einem fulminanten Feuerwerk. Dann ist ja fast alles nach Plan verlaufen. Ja, noch nicht ganz. Das Wichtigste fehlt ja noch. Das ist schon. Ja, ja. Claudia, willst du meine Frau werden?
soll ich jetzt sagen? Naja, ja, wäre halt ganz schön. Ja. Ja, ja, ja. Reisen könnte man ruhig öfters machen. Hm. Ja, finde ich auch. Jetzt kurz warten, ich hole mir noch schnell Geld. Ja? Ich misch mich nie in Liebesding, aber was hier geschieht, gefällt mir gar nicht. Hallo, grüß dich. Was ist denn hier los? Na, ein Daumen. Ja, schau dir um. Katastrophe. Ich glaube, ich habe mich mit Audi verliebt. Hey, hey. Du, ich bräuchte 35 Euro für einen Taxifahrer. Audi, bei mir im Haus wohnen, bei mir im Haus. Ja, da haben wir noch. Hey, komm her, komm her, komm her. Komm, Haus hoch. Ja, dein Haus, deine Familie. Was ist die Flipper? Raus aus der Küche. Idiot. Oh, wei. Ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Ich bin der Frieda. Als eigensinniger Richter Harald Krasnitzer. Im Namen des Volkes ergeht Volk in das Wort. Schräge Vögel, umwerfende Begegnungen. Weißt du, wer ich bin? Ich glaube nicht. Über Land kleine Fälle. Also, packen wir's. Heute 20:15 Uhr, ORF 2.